AfD ist ihren Parteivorsitzenden los. Wieder einmal, denn der Auftritt eines Chefs bei der Alternative hat langsam Tradition. Völlig überraschend kam der Schritt Jörg Meutens am Ende nicht. Schon länger hatte er Kritik an der Entwicklung seiner Partei geübt und wollte nicht mehr für deren höchstes Amt kandidieren. Was der Abgang jedoch für die AfD bedeutet, darüber sprechen wir in Kompakt, der Tag am 28. Januar. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das sind einige unserer Themen. Ampelpläne. SPD droht Russland mit Zivilgesellschaft. Medizinerimpfpflicht. Rebellion der Landkreise. Österreich. Erste Universität schmeißt Ungeimpfte raus. Das letzte. Meuthen ist weg. Steht die AfD vor dem Neustart? Im Kreis ihrer NATO-Kollegen nahm die Bundesregierung bislang eine gemäßigte Politik ein. Waffenlieferungen an die Ukraine schließt Außenministerin Annalena Baerbock weiterhin aus. Die Grüne pocht auf eine Mischung aus Gesprächen und Sanktionsdrohungen. Doch wie ernst meint die Ampel es mit den geforderten Verhandlungen? Krieg, so scheint es jedenfalls, wollen Baerbock und Kanzler Scholz nicht. Das kann man ihnen wohl glauben. Sie haben ein anderes Rezept, wie am Donnerstag im Bundestag deutlich wurde. Reden wollen sie gerne, doch worüber eigentlich? Im Streit mit Russland kann sich Baerbock offenbar kaum ein Thema vorstellen. Denn Moskaus Wünsche sind eher Frechheiten, machte die Ministerin im Bundestag deutlich. Die russische Regierung hat uns mit Forderung nach sogenannten Sicherheitsgarantien konfrontiert, die mit der europäischen Sicherheitsordnung nicht vereinbar sind. Womit Verhandlungen im Grunde sinnlos werden, denn jeder Kompromiss ist ausgeschlossen. Die Ampel, so scheint es, hat eine neue Strategie und diese ist altbekannt. Kein Einmarsch von außen, sondern Umsturz von innen wäre ihr Ziel. Michael Roth, in der Außenpolitik der SPD, ein Mann fürs Grobe, macht daraus gar kein Hehl. Und wenn es etwas gibt, was für mich zwingend zu einer europäischen Ostpolitik gehört, dann ist es die Zivilgesellschaft. Herr Putin hat doch nicht in erster Linie Angst vor den NATO-Soldatinnen und NATO-Soldaten. Er hat Angst vor der Kraft von Demokratie und Freiheit. Gemeint sind sogenannte Nichtregierungsorganisationen. Über 100 Millionen Euro investierte die Bundesregierung seit 2014 in deren Projekte. Auch in Russland, schreibt das Auswärtige Amt. Opposition gegen Moskau, aus Sicht der Ampel, ist sie ausdrücklich erwünscht. Im eigenen Land scheint das weniger zu gelten. Nach einer Rede des AfD-Abgeordneten Petr Bistron wurde deutlich, gesagt werden darf auch im Parlament künftig nur, was die Regierung erlaubt. Und auch Sie möchte ich erinnern an unsere parlamentarische Wortwahl. Erneut das Wort Kriegstreiberei. Und wenn es weiter vorkommen sollte, werde ich mir weitere Ordnungsmaßnahmen vorhalten. Und das darf man der Ampel dann wohl glauben.